Und damit wieder herzlich willkommen zurück nach meiner etwas längeren Abstinenz bei Empyrean mit Muffy. Hallo. Und mir freut's wie, genau, die Sonne scheint mir gerade aus dem Arsch. Ne, Quatsch. Aber ich bin echt so happy, dass es endlich wieder losgeht und weitergeht. Und echt? Jetzt richtig, Mensch, hau ab. Jetzt nimm nicht immer alles so wirklich und leg's auf die Goldware, Mann. Das ist echt furchtbar gerade. So. Also ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Ja, danke. Ich freue mich genauso, dass ich euch endlich alle wieder hören kann, auch zum Beispiel. Und dass ich jetzt endlich auch selber wieder weitermachen kann. Mich hat es die ganzen 2 Wochen in die Finger gejuckt. Ich kann... Oh, gut. Also fangen wir jetzt an. So, wir haben ja schon mal ein bisschen vorsimuliert. Muffy wird jetzt... So schön, guck mal. Was? Das ist die Sonne, Entschuldigung. Ja, lenkt doch nicht immer ab jetzt. Also Muffy wird jetzt von mir das ganze Zeug kriegen, weil wir hatten ja ausgemacht, dass Muffy jetzt mal die Staffel größtenteils baut. Ich werde natürlich auch was machen, also so schlimm, so wird es jetzt nicht sein, aber für den Anfang ist es halt besser, wenn sich der einer damit beschäftigt erstmal. Und genau. Da wir jetzt noch keinen richtigen Bauplatz haben, aber wir trotzdem einen Platz zum Verkriechen brauchen erstmal, wird Muffy das jetzt erstmal übernehmen. Ich gebe jetzt auch die Bergbau-Dingsbums-Kraftkern-Zellen-Kerne da. Ja. Dreh dich nicht um, Muffy. Oh Gott. Wir haben eine Wanderhorde. Oh, und da hinten über dem Kupfer kreist eine Drohne rum. Ich glaube, die werde ich mich erstmal kümmern müssen. Hast du zufällig noch ein kleines Medipack? Ach nee, warte mal, ich habe ja noch ein bisschen was von... Von dem komischen Kauz. Ich habe alles verbraucht. Mit seinem etwas ungewöhnlichen Haustier. Ja, ich habe noch eine Kraftstoffzelle für dich, die brauche ich ja nicht. Aber ich habe O2-Flaschen. Nee, da habe ich auch noch, da habe ich noch 10 Stück, das ist jetzt nicht so. Gut. Die brauche ich tatsächlich nicht. Aber ich kann mein Leben schon wieder hochheilen, das passt schon. Ich habe noch ein paar Steaks und sowas. Okay. Brauchst du was zu essen? Oder hast du jetzt noch was? Ich habe noch ein paar Ahax-Früchte. Ne, ich habe noch, was ist denn das hier? Dino Eintopf Royal. Kann ich dir noch 2 Mal geben, wenn du möchtest. Gib her. Ja, damit du mir nicht vom Fleisch hältst. Wow! Oh. Ja. Rode. Die ist schon da? Ja, die ist hier. Dreh dich wie ein Kreisel, du Sau. Okay. Das war wieder ein spontaner, geiler Einwurf. Achso, mach du das Ding gleich leer, weil sonst muss ich es sowieso wieder rausschmeißen. Jo. Wenn sie überhaupt was drin. Wenn sie mumpeln hat, nehme ich sie gern, wa? Nee, keine da. Scheiße. Aber dann würde ich dich mal fragen, wie viel Mumpeln hast denn du noch? Ich habe 169. Ich gebe dir aber 84. Nee, du könntest mir. Also 50 würden mir reichen. Also. 50? Ja, weil du brauchst ja auch noch ein bisschen was. Weil wenn dann das grobe, wenn dann der grobe Anfang erstmal steht, mag das ja alles gehen. Hier so glaube ich irgendwo. Ich bin vor dir, ja. Steh da. Gut. Ich danke dir und genau abgezählt, weißt du? Ey, voll. Ja. Der Typ ist krass. So. Dann würde ich aber trotzdem sagen. Gut, ich meine, zu essen haben wir ja genug mit den ganzen Früchten. Aber übrigens, ich habe auch. Genau wie wir mit den Motorrädern geschlafen haben, mein Junge, mein kleiner bester Freund, haben wir mit den Wegpunkten auch gepennt, weil die kann man ja über die Registry machen, wa? Ach ja? Hm. Hatte ich aber auch schon wieder vergessen. Ja. Aber ist egal. Das kriegen wir jetzt auf jeden Fall auch noch hin. Also danke erstmal für den Kommentar. Ja, vielen Dank. Ach ja, stimmt. Ja. Ja, soll ab und zu gut tun. Bisschen frische Luft, ja. Aus der Flasche. So, also wie gesagt, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir erstmal ein Provisorium hinstellen. Genau. Und dass wir hier erstmal das Nötigste zusammenkratzen. Also verausgab dich nicht beim Bauen, war, es soll nur funktionell sein erstmal. Naja, also 4 Ecken, 4 Wände und Dach und eine Tür, fertig. Ja, ein Fußboden darf auch ruhig da sein, also... Ja, dann. Das mache ich ja. Weil ich gehe dann jetzt erstmal Eisen holen. Also ein bisschen Eisen bohren. Ich muss. Ist so meine gute Stelle? Ja, am besten, ja, weißt ja. Schön eben, wenn es geht. Dass du nicht so viel ausgleichen musst.
Ach stimmt, es funktioniert ja nur noch eine Taste beim Bohren. Das ist mies. Ah, ist aber halt so. Aber ich glaube, ich muss jetzt noch mal ganz schnell das Spiel noch mal eben leiser machen, weil irgendwie ist das auch alles extrem laut geworden jetzt gerade. Muss ich halt echt mal ein bisschen leiser machen. Weil das Gebrumme soll euch ja nicht auf den Sack gehen. Aber komm, die krasseste Begegnung bis jetzt auf dem Planeten hatten wir echt mit dem Typen, ey. Ohne Scheiß. Ja, ey, der war ja durch. Der war mehr wie durch. Ich meine, gut nach. Der ist ja schon etliche Jahre hier, denke ich mal. Da würde es mir auch schon zum Hals raushängen. Aber weißt du, ein gewisses Maß an Freundlichkeit kann man ja trotzdem an den Tag legen, oder? Ja. Und der hatte keins. Nicht wirklich viel davon. Ja, wo nichts ist, kann auch nichts werden. Ja. Ja, wenigstens hat er deinen Anzugfunk wieder hingekriegt, dass das nicht mehr so knackert und knarzt. Ja, ne, das ist. Das war schon echt heftig. Also, das hätten wir uns über weite Strecken nicht großartig unterhalten können. Ja. Muss jetzt bloß gucken, dass ich hier wieder ordentlich rauskomme. Aber das passt schon. Ich bringe gleich noch ein bisschen Crushed Stone mit, weil den brauchen wir ja sowieso. Ja. Weil erstmal ja alles auf 2 Konstruktoren. Ja, mal wieder ein. Aber du weißt gar nicht, wie gut das tut, Muffy, nach so langer Abstinenz. Das geht mir echt immer noch auf den Keks, ey. Das ist echt so laut, das ist Wahnsinn. Ich muss das jetzt echt mal noch weiter runternehmen. Ich hoffe bloß, ich höre was, wenn es dann in der Nähe irgendwie knallt oder so. Oder wenn sich ein Vieh irgendwie nähert, weil ich bin schon gelb von der Gesundheit her. Was jetzt auch nicht gerade so günstig ist. Wie viele Nacht hatten wir eigentlich hier? Ist das jetzt die. Was, wie viele Nächte meinst Ja, weil es wird ja von Nacht zu Nacht eigentlich schlimmer. du? Ich glaube 3. Also müsste das jetzt Nacht Nummer 4 sein dann jetzt, hä? Ja. Da wäre es günstig, wenn dann das Hütchen schon steht, oder? Aber wir haben ja noch einen ganzen Tag, also es sind ja noch 9 Stunden, Minuten, keine Ahnung. Stunden, Minuten. Naja, im Spiel sind es Minuten, aber man könnte sie auf Stunden hochrechnen. Der Zyklus ist ja immer gleich. Und es gab ja auch noch mal ein paar Veränderungen zwischendurch jetzt, hä? Also, Ja, soweit wie ich jetzt schon gesehen habe, hat sich die Map noch mal verändert. Zumindest die Sternkarte hat sich noch mal verändert. Die Systemmap hat sich noch mal verändert. Aber das kann ich euch, glaube ich, das kann man euch jetzt, glaube ich, gar nicht zeigen, ne? Nee, aber die kann man euch nochmal zeigen. Na gut, okay, so viel verändert hat sich das jetzt hier auch nicht wirklich. Ja gut, müssen wir dann nochmal gucken, wenn wir halt oben sind. Weil unserem Admin ist nämlich auch ein kleiner Fauxpas unterlaufen. Wir hatten dann erstmal gut zu tun, dass wir den Zustand so wieder hinkriegen, wie er jetzt ist. Oh, ich bin endlich am Eisen. Geil. Aber das sieht auch schon wieder ein bisschen anders aus, oder ist das, weil ich jetzt. Moment. Ich habe ja Licht. Taste L und so, ja. Komponenten ja selber machen. Ah. Ja, das übernimmt der Überlebenskonstruktor noch nicht. Da musst du dich noch selber bemühen. Da musst du noch was für tun, für dein Brot. Ja. Ein kleiner. Und 200 Stahlblöcke reichen erstmal. Gut. Ja. Ja, man hätte jetzt auch. Oh, mein Biosprit ist alle. Man hätte jetzt ja vielleicht.
Alter, die Nachlade. Ich werde mich echt noch nicht an die Nachladeanimation gewöhnen. Fand ich nicht schön. Selbst von dem Bohrer, der hat eine Nachladeanimation. Gut. Ja. Sah schon cool aus jetzt. Dann bin Okay, ich. also Eisen bräuchte ich mal ganz schnell. Okay, warte. Ich hab jetzt. Ich kann dir einen ersten Schwung schon bringen. Das wird aber nicht viel sein. Es sind leider bloß 50 Erze erstmal bloß. Erzklumpen. Weil Aber ich habe gerade mal. ist ein Anfang. Hast du einen Haken drin? Da kann ich es dir gleich reinschmeißen. Ja, Haken ist drin. Ich habe gerade mal 9 Blöcke. Bist du jetzt echt bis dorthin gelaufen? Nee, Quatsch. Alter, dann nehme ich das Motorrad, ey. Hättest du was gesagt, dass du ein Stückchen wegfährst? Base-Starter brauchen wir ja. Ach, du wolltest bloß näher am Promethium dran sein, wa? Nö, Und ein nur so bisschen innerlich. weiter weg von der Base, wa? Ja, ich wollte ja eben haben. Also schön eben. Wir haben eine schöne Sicht zum Bergental. Zum was? Zwergen, was? Bergental hier. Osterland, siehst du. Ach hier, die komischen Steine Dinge. Ja. Da hast du die Haken drin? Ja, oder? Ja. Wo soll ich es reinschmeißen? Rechts, links, egal. Egal. Aber im linken bin ich drin. Okay, also gehe ich rechts. Ja, witzig, ist egal, aber rechts, links bist du drin. Oh, lustig. Soll ich gleich Eisen ansetzen, bauen? Ja. Ja, mache ich gleich. Gut. Okay, dann bin ich erstmal wieder weg. Eine Dann hole Treppe. noch und hole noch ein bisschen. Jo. Nee. Das ist cool. Was ist cool? Und du kannst die Blöcke jetzt mittlerweile in den Boden versenken. Ging das noch nicht? Oder Ich hab's wie mal nicht gewusst. meinst du das jetzt? Weil ich glaube, so leicht im Boden konntest du die schon immer reindrücken. Ja. Ja. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich würde sagen, eigentlich schon. Ich mein Licht jetzt an. Ich weiß, Bohren ist Geil. jetzt nicht so, also Ressourcenabfarmen ist jetzt nicht so das Prickelndste, was man jetzt hier machen kann, aber wie gesagt, es gehört nun mal halt dazu, gerade zum Anfang. Das werden wir euch dann so weit wie es geht auch ersparen. Aber wir können es halt nicht immer weglassen. Weil das ist halt schon mit der Größe teil, bis man so weit ist, dass man es eben nicht mehr. Wir könnten jetzt auch so ein komisches, oh, wie ist es, Selbstbuddel-Grabbau-Ding hinstellen. Aber da wird halt das Vorkommen nicht kleiner. Weil das haut irgendwie noch nicht richtig hin. Das generiert wo immer noch Stuff aus dem Nichts. Und das Vorkommen wird aber nicht kleiner. Wusste ich auch nicht, siehst Aber du. es gibt ja irgendwas Neues, hä? Vom Hover irgendwie, dass man mit dem Hover bohren kann irgendwie. Ja, Bohrgeschütz gibt's. Hattest du jetzt schon mal irgendwie Zeit oder Muße, das zu testen irgendwie im. Nee, Nee. Ja, leider nicht. dann machen wir das hier im LP mit. Muss ja gleich mal probieren. Außer ihr seid schon weiter wie wir, wovon ich ja mal ausgehe. Sehen mit der neuen Version, die spielen von euch vielleicht schon weiter sind, da könnt ihr uns ja mal ein paar Tipps geben. Kann Muffy sich ja schon mal einen Kopf machen, wie er das Hover baut. Ne, Quatsch. Klar, warum nicht? Ja, wie gesagt, du sollst ja nicht alleine bauen. Wir spielen ja immerhin zusammen, wa? Also von daher, wir sind ja ein Team. Ein Team. Team. Sogenanntes Teamplay. Teamplay. So. Boden habe ich schon mal. Das ist super. Vergiss aber auch den Tank nicht und den Generator und ja. Erstmal das Wichtigste ist der Boden und der Kern. Da, wo es drauf steht, war. Genau. So. Klick, 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 klick. Oh, ich vermisse jetzt schon den Bohrer T2, ey, ganz ehrlich. Wow. Also, ich hätte ja eigentlich auch mal Bock, irgendwie
mal so ein bisschen in den Berg zu bauen. Berg? Ne, in den Berg, ne Basis im Berg, weißt du? Ja. Dass man vielleicht irgendwie sowas mal in Angriff nimmt. Weil ich meine, eine Berg über dem Boden kann ja jetzt, also so ein Ding hinstellen kann ja jetzt jeder irgendwie. Aber so hast du auch schon gleich weniger zu tun, weißt du? Weil du hast ja im Prinzip schon, die Wände sind ja dann außen ringsrum durch den Berg. Brauchst du ja im Prinzip bloß vielleicht ein bisschen verstärken oder was, keine Ahnung, dass ich jetzt nicht einfach irgendwie mal eher noch reinbuddeln kann. Ja, hört sich gut an. Das wäre ja auch schon mal so eine Idee. Das könnte man dann ja auch mit dem Hangar gleich verbinden, weißt du? Dass man den dann höher oder tiefer legt und dann irgendwo anders eine Öffnung und dann mit Hangartore macht. Man dann auch aus dem Berg starten kann irgendwie. Also wäre schon nicht schlecht. Wäre schon nicht verkehrt. So, okay. Jetzt habe ich die zweite. So, mal gucken. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? Also, zwei Tanks habe ich jetzt schon durchgejallert. Beziehungsweise einen habe ich schon nachgeladen jetzt wieder. Gucken, wie viel Eisen wir jetzt rausgeholt haben. Ich denke auch mal fast, dass der T2-Bohrer fast effektiver ist wie der normale Bohrer hier. Weil ich habe jetzt 120 mit den 50, die ich jetzt schon abgerechnet habe, was ich schon zu dir gebracht habe. Ist das jetzt nicht viel? Ja, glaube ich. Und Biosprit wächst ja auch nicht auf Bäumen. Was ist denn, möchte ich vielleicht mal noch ein paar Algen besorgen, hä? Für Biosprit. Ja. Gut, Promethium-Pellet. Ach so, nee. Wow! Alter, mich hat ein Golem im Loch überrascht. Übrigens bin ich tot. Na toll. Scheiß Vieh. Verdammte. Ja, weil ich diesen scheiß Sound leiser machen musste. Das ist halt das Problem. Weil dieser verkackte Bohrer so laut ist. Hä? Oh nee, jetzt habe ich falsch gemacht, ich Dussel. Was denn? Jetzt habe ich einen Refresh-Start gemacht. Ach, verdammte Hacke. Scheißendreck. Komme ich wenigstens in der Nähe von dir runter? Ich glaube fast. Aber mein Zeug müsste ja trotzdem noch da liegen, oder? Oh, Hoffentlich. hoffentlich. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Wobei. Erstmal voll am Boom hängen geblieben, ey. Die Sau. Das war ja mal ein verkackter Start, ey. Jetzt habe ich auch so ein echtes zweite genommen. Statt das erste. Düssel. Das ist erstmal hohl. Aber wir haben jetzt noch einen dritten Überlebenskonstruktor. Das ist gut. Ja, nee, eigentlich ist das scheiße. So, wo bin ich denn jetzt? Ja, das war natürlich klar. Super. Ach, ist das zum Kotzen. Ich darf mir jetzt durch die ganze Wüste durchschlagen, ey. Das nervig. Tja, das passiert, wenn man eine Weile raus ist aus dem ganzen Ding. Was ist denn hier eigentlich gelb? Achso, das ist mein Pott. Der dürfte ja eh gleich wieder wechseln. Okay, grüne Mauer. Aber hatten wir nicht. Egal. Können wir später immer noch mal gucken. Stimmt, das ist die Basis, die ich angreifen wollte, die mich dann platt gemacht hat, fast. Oder uns. Wo wir runtergekommen sind? Ja. Ich bin jetzt Okay. im Prinzip in der Nähe vom Spawn, ja. Ach, jetzt habe ich auch noch. Jetzt habe ich auch noch keine Ausdauer mehr. Das fehlt jetzt noch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Gut, Freunde, mag jetzt aber ein bisschen kurz sein, aber ich meine, ich möchte euch den Weg jetzt echt ersparen hier, weil das mit der Bohrerei war für mich schon. Also, die Base sieht aber irgendwie cool aus. Ich würde gerne mal näher ran, aber ich kann nicht.
Vor allem, ich habe nicht mal eine Waffe gekriegt. Weißt du, wenn ich jetzt angegriffen wäre, bin ich voll am Arsch. Ist echt gerade nervig. Gut, also ich laufe jetzt offscreen zu Muffy zurück und zu meinem Zeug, was hoffentlich noch da liegt, wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe und das jetzt alles weg ist. Gott sei Dank hatte ich ja nicht mehr, Gott sei Dank hatte ich jetzt nicht mehr so viel in der Tasche. Pass aber auf den Golem auf, der müsste immer noch in dem Loch sein oder in der Nähe davon zumindest. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein bisschen Feedback da, was sowieso immer gern gelesen wird und erwünscht ist. Kritik und Tipps und Hilfe und Ratschläge. Ich sehe das Kobold-Lacher schon übrigens. Und ich sage mal mit diesen Worten, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao. Ja.